What happened to the girl I used to know? You know the man I'm somewhere down the road. Bring me down. Ich hoffe, Sie höflichst bitten, in die Bus zu steigen. Wir wollen nämlich losfahren und unsere Reiseleitung, die fantastische Jutta Hartmann, ist schon bereit. Sie schart schon mit den Füßen. Hallo! Hallo, guten Tag. Na, alle gut drauf hier? Hallo! Ich habe meine Klimaschutzbrille auf. Tempelhof kennt ihr ja sicher alle. Hier habe ich schon gesehen, was jetzt passiert, wenn der Flughafen geschlossen wird. Wird nämlich hier die größte Pilgerstätte nach Mekka entstehen. Die stellen so einen schwarzen Kasten aufs Flugfeld und in den Kasten kommt eine Lidl-Filiale drin. Und das wird dann die Pilgerstätte für alle Neuköllner. Auf der linken Seite will ich telefonieren Afrika. Echte afrikanische Perücken. Ja, aber man kann sich einen kleinen Eindruck von Afrika verschaffen. Naja, das ist unsinnig schön. Also doch, hat alles, was überhaupt sagt, beerdigt zu werden. Also das ist sicher schlimm, wenn die Leiche nochmal nach ein paar Wochen exhumiert werden muss. Und dann läuft das alle durch. Wir wollen ja zusammen anstoßen aufs Leben. Von der Mitte zur Titte zum Sack, zack, zack. Prost! Jetzt hat die Brille wieder die richtige Stärke. Wir fahren jetzt in die einzigste Raucherkneipe Berlins. Dann empfängt uns die Barbara. Das ist eine gute Freundin von mir, die Wirtin von dem Laden. Und in ihrer Kneipe ist auch noch der Mops-Stammtisch von Berlin. Und sie hat ihre Möpse dabei. Hallo. Ei, der ist ja so süß. Also Möpse, das wäre auch was für mich, glaube ich, wenn ich nicht schon welche hätte. Raucherkuppe ist doch keine Dame erstickt. Nö. Die werden immer jünger. Aber noch grünes, ja. Super hier, na eine Elf. Wir kommen mal wieder her. Mit dem Gitarrensolo geht's Richtung Treptow, Leute. Wir sind an unserer vorletzten Station angekommen, nämlich am Fotoautomaten. Und davon habt ihr ja sicher auch gelesen hier im Berliner Akzenteheft. Man kann sich hier fotografieren lassen. Danke, Jutta! Willkommen in Juttas Comedy-Bus. Unser Sightseeing, das ist extrem.